ist, Karl. Sagen Sie mal, Inspektor, Sie sind nicht zufällig in den Kochkessel eines Druiden gefallen, als Sie klein waren. Ich spreche nie über mein Privatleben. Ich schlafe nicht mehr als 2 oder 3 Stunden in der Nacht, seit der Baron sich erhängt. Wie schön, wirklich gut. Das ist wohl wegen der Erinnerung an seine violette Zunge, wie oder seine bleichen Gliedmaßen, die in der Luft kreisten. Hören Sie auf zu putzen, mir können Sie nichts vormachen. Aber Sie wollen mir bestimmt ein paar Eier in die Pfanne hauen. Dabei unterhalten wir uns weiter. Nehmen Sie einen anderen Kaffee oder bleiben Sie bei meinem? Glaubt ihr, ich bin ein Esel? Sie werden mir jetzt sofort erzählen, was Sie vorletzte Nacht in der Fabrik zu tun hatten. Und warum man die Lehrerin tot zwischen ihren Austernbänken gefunden hat. Sind Sie Inspektor Lavardin? Höchstpersönlich, ja. Ich wünsche ausdrücklich, dass es kein drittes Opfer mehr gibt. Ach, ich bin Polizist, Herr Präfekt, kein Hellseher.